Hallöchen von mir aus hier, an die Geräte zu Hause. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir machen aber schnell da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weil keine Zeit, weil... Nein! Das ist gut, dass wir das im nächsten Mal kriegen. Zack! Ich glaube, die wird doch mal auch nur halb so lange brauchen. Hey, dann macht doch das, was er da macht, was er machen soll. Zack! Schaut mal an. Ja. Man sollte hier normalerweise eine Lampe annehmen, aber so geht's auch. Gucken wir uns das mal hier um. Hey, da ist eine Truhe, da wird bestimmt der Kompass drin sein. Jetzt wird sich einer gedacht, nee, ist das so? Ja, das ist so. Komisch, ist aber so. Jetzt stirb. War das richtig? Ich weiß das jetzt gar nicht, wartet mal. Egal, im Endeffekt müssen wir sowieso überall lang. Das so, hab verstanden. Ja. Oh, ich finde das fast so toll. So, runter hier. Zack. Siehst du? Nee. So. Also ich werde mal versuchen, bei den anderen Zelda Let's Plays, die ich auch immer mal machen werde, von der Konsole aus. Versprechen kann ich mir noch nichts, weil ich noch nicht weiß, wie genau und wann genau das passiert. Ob ich die User dafür auch mal habe. Es richtet sich gerade ein bisschen an den User-Zahlen. Bis jetzt stehen die nicht gut. Aber was will man erwarten? Ich bin gerade am Anfang des Let's Play, ne, der kommt. Man darf das halt erwarten. Ich glaube, kein beliebter Let's Player, der damals angefangen hat, hat gleich nach einer Woche 100 User gehabt. Kann man mir nicht sagen. Und glauben tue ich es natürlich auch nicht. Es sei denn, man hat gut Werbung gemacht, oder man konnte gut Werbung machen, die von wegen, ja, guckt euch den an, der ist toll. Das ist halt das Problem, wenn man das nicht hat. Dann muss man sich auch mal verlassen können, auch auf ein Medium. Gut, bis auf Gronkh, aber Gronkh ist eine andere Geschichte. Ich mag Gronkh auch nicht. Öffentlicher Let's Play, aber mag ich nicht, weil ich weiß auch nicht. Ist halt so bei mir. Gut, es werden wahrscheinlich wieder einige Gronkh mögen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und ganz ehrlich, von der Art, die Gronkh her hat, kann ich ihn nicht. Er ist ein witziger Mann. Kann ich eigentlich nur dazu sagen. Aber ich mag irgendwie seine Let's Play-Option. Darum gucke ich mir so gut wie auch keine Videos an. Aber ich gucke mal absolute Langeweile ab. Dann hört's doch auf. Aber ich will nicht über ihn lästern, weil es macht keinen Sinn, weil er ist alles einfach... Okay, er ist wirklich einer der besten Männer Deutschlands, gebe ich auch zu. Und ja, dafür kann ich auch nichts. Bin auch... kann ich auch gegen uns gar nichts machen. Denn wenn das halt ist, ist das halt. Und ich will auch ehrlich gesagt auch kein Ablösen reingehen. Aber ich mag auch das Spiel Minecraft nicht. Kann ich auch so sagen, ich mag Minecraft nicht. Grund ist einfach nur, Minecraft wird echt nur gehypt wie Sand am Meer. Nur auf euren bescheuerten neuen Stern. Die werfen ihn nicht. Genau. Oh. Ja, Minecraft hat wie gesagt nur gehypt ohne Ende und ja, muss nicht sagen, dass ich Minecraft spielen muss.
Es soll ja sehr gut sein, gebe ich auch zu. Ich habe es mir angeguckt. Ich finde es persönlich. Okay, das ist ein Widerspruch. Eigentlich nicht schlecht. Problem ist nur, es wird zu oft gespielt und das macht mir das Spiel einfach mal im Grundprinzip schon keinen Spaß. Es muss nämlich nicht jeder Dritt, aber jeder Spieler sein, der das Spiel unbedingt spielen muss. Und das ist mir gerade ein bisschen zu blöde. Gut, Zelda spielt auch jeder, aber Zelda ist für mich wiederum etwas, womit ich aufgewachsen bin. Das will ich einfach mal behalten. So. Also mit Zelda nochmal eine Kategorie für sich. Wie geht das? Das ist gerade ziemlich gut, weil ich mich gerade keine Bomben mache. Na, ich habe mir schon was einfallen lassen. Vielleicht wird mir noch ein paar Töpfe. Wo gehen? Ah, wir können noch mal aus. Ja, das können wir auch noch alles ausgehen. Und uns Bomben kaufen. Ja, wenn das halt schon nicht so funktioniert, dann muss es ja anders funktionieren. Und mir fällt gerade noch keine bessere Möglichkeit ein. Allerdings ne. So. Hier ist das Haus. Den Köder nehmen wir natürlich auch gleich mit. Ja, komm. Auf zu stressen. Zahlen wir nicht schnell. Obwohl er jetzt schon keinen Sinn mehr macht. Sind wir noch ehrlich, der macht keinen Moment keinen Sinn mehr. Weil ich hab dir gerade die Bombe gebracht, du Bastard. 10 Bomben, ja. Ja, komm. Auch mal. Herzlichen Dank. Bla, halt die Klappe. Ich hab dich auch lieb. War schon mal hier, kann ich euch gleich mal ein Herzteil zeigen. Und zwar, das findet man nämlich hier drinne. So. Willkommen im Shimaus-Laden. So. Ja, nein, nein, nein. So. Max, mein Kopf, ja. So, seht ihr? Oh. Da ist das Bett, so, da können wir jetzt natürlich auch rein. Und wir kämpfen jetzt gegen ziemlich viele Monster. Oh. Erstmal gut die anderen Viecher kommen. Und zwar diese hier. So. So, jetzt kommen wir zum Viecherkammer. Jetzt sind die nämlich keine Bedrohung mehr. Weil die sind vorher auch schon keine Bedrohung gewesen. Zack, 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 zack. So. Oh, jetzt kommt eine zweite Stunde hier noch. Na, hätte ich natürlich nicht erwartet. Oh Mann, stirbt einfach. Fängt natürlich echt schon scheiße an. Oh, du nerven! Das müsste es gewesen sein. So. Damit erhalten wir auch unser Herzteil. Ich werde diesen Part jetzt aber schon beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann diese Bomben legen mussten. Bis dahin und ciao!